Buga natürlich eine Margarite passend. Und dann werden wir natürlich gleich auch mit den Rennen hier starten auf dem Burgsee. So ihr Leute, nur wegen euch. Jetzt fragt noch mal unseren Stadtpräsidenten heute, der hat das ja alles beobachtet hier. Von Zippendorf aus ist er mitgefahren bis hierher. Und auch er war Zeuge letztendlich von diesem Weltrekord. Herr Leute, wie haben Sie das denn heute so empfunden? Ja, ein wunderbares Bild. Die bunten Boote, alle Informationen, auch in einer Schnelligkeit, die ich gar nicht erwartet hätte. Hat auch keiner Stopp gemacht. Ich glaube, ich hätte das gar nicht geschafft. Gut, dass ich auf dem Motorboot mitgefahren bin. Aber heute war ich mal wieder sehr stolz auf Schwerin, das muss ich sagen. Naja, Herr Leute, vielleicht finden wir ein Boot für Sie, wo Sie auch ein bisschen trainieren können. Die Politik darf auch gerne mitfahren, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, also wir machen jetzt die Blumenformation und dann das ist ein fantastische Aufnahmen. Und ihr lieben Drachenblutsportler, wenn die Blume ungefähr fertig ist, dann hätten wir gerne ein Zeichen von euch, weil dann wollen wir noch ein bisschen für das Flugzeug ein paar richtig geile Formationen machen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank. Ich versuche jetzt mal hier, Heiko, übernimm das Kommando. Vielen Dank, du machst das schon. Wir haben das alles geübt. Thank you.
zur Buga und überhaupt einfach mal rauswerfen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Boot. Ich bitte euch darum, werft jetzt eure Buga und Boote. Alles für den Zweck, ihr lieben Zuschauer. Das ist nicht Sport, schon. Ich denke, es ist ein super Boot wert. Genau, hier geht es los. Hier vorne kommen die Blumen, da hinten kommen die Blumen. Überall kommen sie. Alles zur Buga hier in Schwerin 2009. Alex, was sagst du dazu? Also, ein schönes Bild. Wo ist Röbel? Oh, waren alle Müritz Röbel? Ja, ja. Wo ist unser Team? Wo ist Rostock? Wo ist Hurricane Ass? Also, wir werden jetzt so langsam anfangen. Unser DJ wird ein bisschen Musik machen, beziehungsweise übergeben wir jetzt nochmal unseren Schirmherrn das Wort, unseren Schirmherrn Stefan Nolte, bei dem wir uns natürlich ganz besonders bedanken werden, dass er heute hier war. Aber das war ja heute Morgen schon zu erkennen, dass hier ein ganz tolles, einartiges, einständiges Flair herrscht, dass hier große Stimmung war, dass es allen Beteiligten Spaß gemacht hat. Aber zu danken habe ich eigentlich in erster Linie den Aktiven, denjenigen, die das vorbereitet haben, hier vom Fitness Dragon Streeten Verein, der auch sonst immer durch den Burgsee-Pokal von sich reden gemacht hat, aber diese einmalige Aktion hier auf die Beine gestellt hat. Getreu dem alten Motto, was wir ja alle schon kennen, John F. Kennedy, der ehemalige amerikanische Präsident, hat gesagt, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Und